mein Chosen Eury hier und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe, will ich es jetzt nicht nennen, weil ich weiß nicht, wie oft ich das machen werde. Ich mache das jetzt auch eigentlich nur, weil ich Urlaub habe und mir ultra langweilig ist. Ausgabe von Reviewed und in dem Fall handelt es sich um das Spiel Oddworld Strangers Vergeltung. Ich werde jetzt ein bisschen davon erzählen und im Anschluss das auch spielen. Wie gesagt, das für die Original Xbox kam 2005 raus. Und der Grund, warum ich das jetzt auch mache, ist, weil ich habe es mir im Vita Store gedownloadet als HD Remake und es ist absolut geil. Es gibt's auch als physische Kopie. Hab mir sagen lassen von meinem Man Saro, es wird zwischen 60 und 80 Euro gehandelt, auch gebraucht, also so wie ich verstanden habe. Ist mir jetzt doch fast zu viel, aber ich hoffe, dass ich irgendwann in Zukunft meine Finger dran bekomme, denn das würde ich mir wirklich gerne in meine Sammlung stellen, weil es ist ein Spiel, was ich damals in der Jugend gespielt habe und als ich es das erste Mal gespielt habe, es war eines dieser Spiele, wo ich mir absolut gedacht habe, boah, Hammer, geil, geil, geil und bis heute für mich super gealtert und wie gesagt, im Anschluss werde ich euch dann auch mit euch ein bisschen zocken, eine Runde auf der Original Xbox. Baue ich extra für euch auf. Achso, ja, ich habe eine neue Remütze gekriegt. Eine Recap, wie ich es gerne nenne. Für 20 Euro. Auf Amazon bestellt. Batman am Start hier. Ist krass, ich war in der ganzen Stadt, es gibt keine gelben Mützen mehr. Und das Coole ist, das ist auch eine New Era Cap, ja, also die sind eigentlich teurer. Ja, wenn ihr irgendwo Mützen Full Cap mäßig unterwegs schaut von New Era, die kosten eigentlich so ab 40 Euro. Aber die gab es für 20, keine Ahnung, keiner will gelb tragen. Gut für mich, billiger. So, was gibt es zu Stranger's Wrath, Oddworld, Stranger's Wrath zu sagen. Es ist, es hat soweit nichts mit den anderen Oddworld-Spielen zu tun. Apes, Odyssey, etc., etc. Es ist nicht so wie bei wie die Ape-Spiele, da geht es dann mehr um Puzzle, ja, um das mehr um Puzzler. Hier ist es mehr ein First-Person- bzw. Third-Person-Shooter und man spielt den Bounty-Hunter namens Stranger. Man kommt in die Stadt und man fängt an, Schergen zu jagen und da ist aber mehr zur Story, das kommt dann später im Spiel, als es im ersten Moment scheint. Und es ist auch eine coole Story auf jeden Fall, aber die möchte ich jetzt hier nicht spoilern. Wie gesagt, man geht in erster Linie erstmal rum und jagt die Bosse, verschiedene Bosse und bevor man an die Bosse kommt, muss man die Gefolgschaft erledigen. Man hat lebendige Munition, ja, man hat wie der Daryl von Walking Dead benutzt, wie nennt man das, nicht Flinte, ihr wisst schon, was ich meine, ja, diese, was eigentlich so, sag mal, bin ich jetzt blöd, wie heißt denn das Ding? Eine Armbrust. Man hat eine Armbrust, man kann zwei verschiedene Munitionstypen gleichzeitig drauf platzieren und wie gesagt, das ist die Munition ist lebendig, die muss man sich einsammeln, die ist auf der ganzen Welt verteilt. Es gibt verschiedene Munitionsarten, mit dem einen kann man Stromstöße verpassen, dann gibt es eine Spinne, damit kann man den Gegner halt einlullen sozusagen, dann gibt es eine Art Schrotflintenmunition, die sofort K.O. macht und man kann die Schergen und die Bosse, natürlich vor allem die Bosse, weil man will ja das Kopfgeld haben, entweder wirklich ganz komplett töten oder sie lebendig lassen, was besser ist, weil da bekommt man dann mehr Kohle dafür. Ja, bringt auf jeden Fall mehr Geld ein. Die physische Kopie für die Vita habe ich schon erzählt, zwischen 60 und 80 Euro. Was habe ich noch nicht erzählt? Ja, was ich auf jeden Fall auf der Vita aber cool finde, ist, dass sie, ich meine, das war eh klar, denn auf der Original Xbox hatte man beide Analog-Sticks, ne, war ja auch ein First-Person-Shooter, wie gesagt, und das haben sie super übernommen auf der Vita, wenn man in
First Person oder Third Person wechseln möchte, tippt man einfach vorne auf das Display und dann wechselt das hin und her. Wo es ein bisschen tricky wird auf der Vita und auch überhaupt ist, wenn man zum Beispiel im First Person Modus ist und man einen Gegner K.O. geschlagen hat und man dann zu ihm hinrennt und ihn, es sieht so, ich werde es später im Spiel sehen, als es sieht so aus, als würde man ihm die Seele aus dem Leib saugen, wechselt das wieder in den Third Person Modus und man muss dann wieder in den First-Person-Modus wechseln, wenn man dies dann möchte. Wenn man gerade in einem Battle ist zwischen mehreren Gegnern, kann das ein bisschen tricky sein und einem eventuell im Weg sein. Aber das ist Nitpicking von mir, meckern auf hohem Niveau. Das Spiel, wie gesagt, ist super gealtert, meiner Meinung nach. Und ich habe jetzt auch schon alles erzählt, was hier auf dem Zettel steht. Achso, nein, zum Beispiel, warum ich auf das Thema Analogstick gekommen bin. Ich habe mir zum Beispiel auf der Vita die PSP-Version von Resistance runtergeladen. Ja, ist auch ein First-Person-Shooter. Und da haben sie aber allerdings nicht, die haben das komplett 1:1 übernommen. Also ist, man kann nicht mit beiden Analogsticks seinen Charakter steuern, was sehr schade ist. Aber hier geht's natürlich, weil das auch schon vornherein so ist. Aber Sony, korrigier das doch bitte. Das wäre doch cool, oder? Ich glaube, es ist auch nicht zu viel Arbeit für euch. Ne? So, wie gesagt, ich habe hier alles aufgeschrieben, erzählt. Ja, für einen Zehner, runden Zehner, könnt ihr das in die Finger kriegen. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass auf die Seite hier so weiß und hässlich ist. Hat auf jeden Fall ein schöneres Seitenlabel verdient, meiner Meinung nach. Ja. Ich trage übrigens keine Schuhe, denn es ist arschwarm draußen. So, das war zum Sonntag. Ja, auf jeden Fall, das waren meine paar Worte zum Spiel. Auf der Vita etc. etc. Lasst uns jetzt einfach mal eine Runde zocken. Bis gleich. Josen, Matrosen und herzlich willkommen zurück zu einer... Ja, ich versuch's mal... Ich versuche meine etwas längere Runde Oddworld Strangers Vergeltung, weil ich möchte euch echt so viel zeigen wie möglich. Springen wir direkt hinein. Hier sehen wir schon unseren Helden Stranger, der Bounty Hunter. Ein echt cooler und, wie sagt man? Ja, also einen Helden, so wie er aufgebaut ist, er ist eigen. Ja, er ist sehr eigen, aber auf jeden Fall cool. So, wir heißen natürlich nicht... Doch, lassen wir es bei Stranger. Aber ihr könnt da, wie ihr gesehen habt, euren Namen gestalten, wie ihr möchtet. Weint nicht um uns, unsere Seelen überdauern. Gerechtigkeit wird kommen, Gewässer werden ausschwillen. Hä? Schade. Ja, wie wir, das ist, wie wir schon sehen können, Munition. Sehr stimmig das Spiel, sehr schöne Atmosphäre. Ein wunderschöner Sonnenaufgang. War wirklich geflasht damals, als ich das erste Mal gespielt habe, 2005. Hab noch nichts der Art gesehen. In der Art. Das war immer sehr traurig. Hey! Arsch geleckt! Gib ihm! Okay, ich merke schon, die Sprachausgabe ist auf Deutsch.
Auf der Vita ist sie in Englisch, beziehungsweise. Man kann sich's aussuchen. Aber. Nee, hab Waffen nie gemacht. Die Synchro ist definitiv. Musste das wirklich sein? On point. Nein, hör zu, kein Grundstück, nein. Ja, kann ich mit leben auf jeden Fall. In der englischen Sprachausgabe hat er eine ähnlich tiefe Stimme. So. Okay, jetzt muss ich. Jetzt muss ich nur kurz die Steuerung ändern. Stimmt das jetzt? Hey. Okay, das stimmt schon mal. Nochmal kurz. Steuerung. Das bleibt ein. Die X-Achse. Nein, das stimmt immer noch nicht was. Das stimmt immer noch nicht was. Das stimmt immer noch was nicht. Hei. So, jetzt müsste es aber stimmen, oder Leute? Also jetzt saugen wir erstmal dem seine Seele hier raus. Schade, dass der Text nicht weg ist. Hammer, ist okay. Das. Ich bin hier immer noch etwas. Warum ist das so? Das muss. Ich muss das ändern. So, so hatte ich es aber vorhin, dann war es auch falsch. Na, jetzt stimmt's. Oder? Ach, egal. So, gehen wir erstmal da hoch. Ich glaube, unsere Waffe. Haben wir unsere Waffe noch nicht? Wenn du einen Gegner lebendig einkassierst, wirst du mehr Mola für ihn erhalten. Ja, Doppelsprung weiß ich schon. So, kurz nochmal schauen wegen der Steuerung, weil das macht mich verrückt. Stimmt das jetzt? Jetzt stimmt's, oder? Einfach alles auf ein, ja, sag's doch gleich, Mann. Jawohl. So kann ich arbeiten. Hoch das Seil. Sehr, sehr schön animiert. So, wo geht's weiter? Ah, da ist das nächste Seil. Kleines, feines Tutorial am Anfang. Zeit zum Springen. Schön, dass ich auf der Vita schon das Tutorial gemacht habe. Brauche ich nicht alles durchlesen. Ist auch für euch interessanter, denke ich. Au! Was zum Teufel, du kleiner Bastard. Dein Gesundheitsbalken ist um. Ja, genau. Die Gesundheit füllt sich. Genau, kann man einfach abschütteln mit Y, solange man genug Ausdauer zur Verfügung hat, die sich aber auch von alleine wieder auffüllt. So, jetzt saugen wir seine Seele raus. Nein, aussaugen. Hey. Ah. Lebendig gefangen. Hallo. Hallo. So war das leider nicht geplant. Oh Mann, bin ich jetzt so blöd oder was? Geht das Seil hoch, verdammt nochmal. So, jetzt. Wie weit können wir denn da hochklettern? Gleich wird's interessant, wenn wir unsere Waffe kriegen. Man kann auch eine Kopfnuss geben. So, da haben wir unsere Waffe. Wie gesagt, wir können bis zu, also zwei Waffenarten, Munitionsarten auf unserer Waffe gleichzeitig abfeuern. Einmal mit der linken, einmal mit dem rechten
Schulter, Trigger. So, ich soll da eins von diesen... Seht ihr, der hat das... Genau, das, dieses kleine Eichhörnchen ist ein, ja, wenn man das abschießt, dann kommen die Gegner dahin, wo man das hingeschossen hat. Jetzt muss ich nochmal... Dankeschön. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie man da reinkommt. Aha. Okay. Mit dem rechten Analogstick kann man zwischen Third Person und First Person wählen. Ah, hey, wer den Kopfgeldjäger erwischt, kriegt eine Prämie. Und die Prämie ist, ich reiß ihm den Kopf nicht ab. Ein netter Boss. Ein netter Boss. Kassiere den niedergestreckten Banditen ein. Aber gern. Tot gefangen. Ja. Gibt natürlich weniger Kohle. Ah, Moment. Sorry. Da ist immer noch was falsch. War das die Y-Schalttaste? Ja. Jetzt. Jetzt sind wir gut, meine Freunde. Jetzt sind wir gut. Denn ich bin einer von diesen Kollegen, die nach unten drücken, um nach oben zu schauen und umgekehrt. Money, money, money. Money. Money, money, money. Einmal aufwärts, bitte. Das Fadenkreuz in der Mitte des Bildschirms verändert sich je nach Munitionsart. Es färbt sich außerdem rot, wenn ein Ziel in Reichweite der geladenen Munition ist. Der Kopfgeldjäger arbeitet sich durch das Werk vor. Holt ihn euch, bevor er es in die Stadt schafft. Ja, das weiß ich alles schon. Hat etwas von Uncharted? Hat sich Uncharted da vielleicht etwas inspirieren lassen? Okay. So, man muss schnell sein, denn diese K.O.-Phase hält nicht ewig. Bei zwei Gegnern geht das noch, aber ab drei, vier Gegnern wird das tricky. Denn dann muss man schnell sein und meistens, wenn man den ersten, spätestens nach dem zweiten, wachen die anderen dann wieder auf und man muss sie wieder außer Gefecht setzen. Der Bolomite setzt seine Ziele mittels eines Netzes außer Gefecht. Und wie ihr sehen könnt, den habe ich jetzt auf meiner rechten Seite. Und später ist hier... Das sind alles noch Munitionsarten. Das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Munitionsarten. Zwei haben wir im Moment. Solange du im hohen Gras bleibst und dein Radar versteckt anzeigt, bist du vor der Entdeckung sicher. Da deine Armbrust eine doppelläufige Waffe ist, kannst du zwei Munitionstierchen gleichzeitig schussbereit haben. Mit dem Schalter L feuerst du links, mit dem Schalter rechts, rechts. Gut. So. Schauen wir erstmal nochmal. Fangen wir uns den erstmal hier, den Kollegen, jawohl. Das Bolonetz hält nicht ewig. Kassiere eingewickelte Gegner schnell ein, bevor sie sich wieder befreit haben. Okay. So, das war nur einer, okay. Kann man da hoch? Nein, kann man nicht. Hier im Spiel, ihr habt es ja gesehen, als ich ihn eingesaugt habe, bin ich in den Third-Person-Modus gewechselt. Hier ist es relativ easy, weil ich drücke dann einfach auf den Analogstick auf den rechten und bin sofort wieder im First-Person-Modus. Bei der Vita ist das etwas ja, blöder gelöst. Man muss nämlich auf den
auf den Screen tippen. Und das ist etwas umständlicher, definitiv. Du kannst deine Munitionsclip nachladen, indem du B drückst. Nice. Auch sehr, sehr lustig animiert auf jeden Fall, die... unsere Munition. Locke diese Banditen mit dem Arschbackenhörnchen nacheinander. Nacheinander. Achso, okay, verstehe. Dahin, alles klar. An diese Stelle und dann mit den Bolomiten auf sie eins, um sie einzuspinnen. Dann machen wir das. So, da ist er. Und rein da. So, den anderen brauchen wir ja nicht locken. Der ist eh alleine. Da bist du alt. Schnauze! Who you gonna call? Ghostbusters! Mit dem Stunk kannst du mehrere Gegner außer Gefecht setzen. Also mit dem Stunk. Das, soll das Stunk? Soll das auf, also Englisch heißt, stinkt hier Skunk, aber hier haben sie es mit T geschrieben. Ob das beabsichtigt war, weiß ich nicht, aber okay. Dann setzen wir die doch mal alle außer Gefecht. Lassen wir sie noch ein bisschen näher kommen und dann... Du kannst deine Gegner dann einkassieren, während sie sich übergeben. Okay, einer ist leider runtergefallen. Und den werden wir auch so schnell nicht wiedersehen. Naja. Schade. Gut, weiter geht's. Der Fuzzle, den mag ich ja besonders gern, kann auf zwei Arten eingesetzt werden. Entweder als Falle oder als Direktmunition. Stell sie dir einfach als lebendige Minen vor. Ja, die bleiben zwar haften, aber sie greifen dann auch an. Also man muss nicht auf sie treten, sondern wenn man in der Nähe ist, wenn ein Gegner in der Nähe ist, dann wird der angegriffen. Um Fuzzles als Direktmunition zu verwenden, feuerst du sie einfach auf die Gegner. So, wie wir sehen können. Gut, was jetzt aber zum Nachteil hier hat, was jetzt hier der Nachteil ist, ist, dass sie ins Wasser springen und halt sterben und man dann halt weniger Kohle dafür bekommt. In 10 Sekunden wird ein Bandit durch diese Tür kommen. Platziere Fuzzles entlang der Türschwelle, um eine Falle zu legen. Das machen wir doch glatt. Sesam, öffne dich. Ich könnte vor dieser Tür eine Fuzzles-Falle auslegen. Um Fuzzles als Falle zu verwenden, musst du sie auf der Oberfläche auf die Oberfläche feuern, über die das Opfer gehen wird. Das ist nicht ganz korrekt. Man kann sie auch an die Wand platzieren. So wie da zum Beispiel. Und er müsste eigentlich dann auf den Gegner springen, wenn er vorbeiläuft. Der Stranger kann auch schwimmen, also sei nicht wasserscheu. So, okay. Der Fassel an der Wand hat ihn jetzt nicht angegriffen, weil er hätte um die Ecke kommen müssen. Aber wäre er hier vorbeigelaufen, hätte dieser Fassel ihn auch angegriffen. So, dann nehmen wir den Rat mal zur Kenntnis und schwimmen eine Runde. Super kühl. Eine super kühle Abkühlung. Es ist arschwarm draußen. Das ist ein Fuzzle. Nehmen wir den wohl mit, oder? Achso, das geht nicht, weil wir den schon platziert haben. Einmal nachladen. Okay, hier gibt es scheinbar
moderne Gabelstapler in dem Wild West Setting. Das ist ja interessant. Okay, okay. Wie? Du hast ein neues Munitionstierchen erhalten. Die Zappelfliege. Die Zappfliege. Drücke das Steuerkreuz, um jetzt den Bildschirm und die Munitionsart zu wählen. Habe ich euch vorhin ja schon gezeigt. Das ist die Zappfliege. Lade jetzt die Zappfliege. Zappfliege, leichter Schaden, lädt sich in Leerlaufzeiten auf. Ah, okay, das ist die einzige Munitionsart, die wir... Hallo? Die einzige Munitionsart, die wir haben, die unendlich ist. Alle anderen müssen wir uns immer einsammeln. Und zum Beispiel kann man damit Türen öffnen oder Gegner Stromstöße verpassen. Da du jetzt gelernt hast, wie du deine Standardmunition einsetzt, solltest du jetzt auf Munitionsjagd gehen. Munitionstiere findest du in der gesamten Welt des Strangers. Um an Munition zu kommen, musst du jetzt also auf die Jagd gehen. Wenn du Tierchen über den Boden huschen oder an dir vorbeifliegen siehst, kannst du sie ausnocken, indem du mit einer Zapfliege, was nicht ganz stimmt, man kann, soweit ich mich auf der Vita zumindest erinnern kann, man kann eigentlich mit jeder Munitionsart jede andere K.O. schlagen. Kannst du sie ausnocken, indem du eine Zapfliege auf sie schießt? Geh dann zu ihnen und sammle sie ein. So. Dann sammeln wir doch mal ein. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Und noch ein Fassel. Zack. Okidoki. Und weiter geht's. Ja gut, ich brauche mich eigentlich gar nicht zu wundern über einen modernen Gabelstapler. Hier gibt es ja auch jede Menge Elektrizitätswerke, Dinge. Aber holen wir uns doch erstmal die Brücke her. Yeah! Tote Gegner verrotten, weshalb du sie schnell einkassieren solltest. Oh, scheiße! Oh, nee, oder? Vor lauter Schreck. Gut, die Wasserphysik haben sie etwas zu realistisch gemacht. Man schwimmt extrem langsam. Hey! Boom! Au! Alter! Du nervst. So, jetzt hat. Irgendwo schießt da noch einer. Von da drin? Nein, von da draußen. Es sieht jetzt noch leicht aus, aber irgendwann wird es auf jeden Fall tricky. Wenn da mehr Gegner, so wirklich viele Gegner auf einem Haufen stehen. Mal gucken, ob da oben noch was ist. So, wie wär's mit einer schönen Explosion? Ah. So, die Gegend haben wir sauber gemacht. Doppelsprung da hoch und wie gekonnt es war. Super, 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 super gealtert, das Spiel. Macht immer noch Spaß. So, jetzt sind wir zur Stadt angekommen. Bei der Stadt. Nein! Nicht meine Waffen. Das ist lustig, denn man kann die
Bewohner der Stadt anrempeln und die lassen dann Geld fallen. Und wenn man das zu oft macht, verstecken sie sich. Mula ist gleich Geld. So, dann holen wir uns am Mula. Und nicht Mola. Kennt ihr noch den Mola? Was macht der eigentlich? Ich muss diese Kopfgeldstube finden. Dann suchen wir die Kopfgeldstube. Aber erstmal ein bisschen Kohle einsacken. Schaut her, und zwar. Moment, hä? Uhu, Mula! So, jetzt fliehen sie. Jetzt verstecken sie sich. Man kann auch in keine Läden rein, solange sie in ihren Häusern sind. Verstanden. Versprochen. Nur noch den da. Den da. Ne, den da. Hallo. So, jetzt aber versprochen. So, jetzt suchen wir mal die Kopfgeldstube. Was ist hier? Masthuhnpass. Wasserwerk. Pix. Opfelfarm. Okay. Arztpraxis ist geschlossen. Ah, ich glaube, hier war's. Kopfgeldstube. Ja, interessant, die haben auch wirklich alles auf Deutsch. Das ist interessant. Da gehen wir mal da rein. Oh, sorry, Leute. Nicht viel geschlafen heute Nacht. But it's all good. Yep. Stimmt, aber ich suche nach einem Doc, der mir helfen kann. Ah ja, der Doc ist in seiner Praxis am Mongo, sollte aber bald zurück sein. Bis dahin bezahle ich dich für den geschnappten Banditen und gebe dir neue Aufträge. Drücke X, um das Menü der Kopfgeldstube aufzurufen. Kassiertes Kopfgeld, Schütze Bandit, Schnitter Bandit, Blitzer Booty. Ja, schon mal 277 Mula, obwohl da ein Dollarzeichen ist. Aber gut. So. Langfinger Floyd. Floyd ist bekannt dafür, Drecks zu überfallen. Wenn du durch das Nordtor gehst und die Farm hinter dir gelassen hast, kommst du zu der Stelle, an der die Wagen verschwinden. Dein Mula 489. Das nehmen wir an. Lebendig 200, tot 100. Denk daran, wenn du Gegner einkassierst, sie lebendig immer mehr wert sind als tot. Ja. Ja, genau. So, durch das Nordtor hat er gesagt. Oder hieß es. Der blinkende Punkt auf deinem Radar zeigt dir an, wo das Nordtor ist. Dann müssen wir da lang. Okay, ich habe noch nicht rausgefunden, wie man rennen kann. Also man kann auf allen Vieren noch schneller rennen. Auf der Vita rennt man einfach gerade aus und er sprintet irgendwann von alleine. Aber vielleicht lernen wir das erst noch. Schauen wir mal. Hey, Ani, mach das Tor auf, damit der Stranger noch ein paar dieser Banditen einsacken kann. Dankeschön. Okay. Yes.
du deine Armbrust zurück, Stranger. Dankeschön. Du lernen, deine Munition zu jagen. Versuch's mit dem Ungeziefer da drüben. Ich weiß doch schon, wie das geht. So. Na, ein Arschbackenhörnchen. Noch einer. Dann sind wir voll. Ah, hier, schaut her. Auch echt geil gemacht. Sieht sehr schön aus von der Animation. Ja, das haben wir gerade rausgefunden. Ich muss nach Norden zum Track und diesen Langfinger Floyd finden. Alles klar. Großen Weg hin. Ah! Wieso hat das nicht geklappt mit dem Doppelsprung? Ja, sei still, sonst gibt's einen neuen Rempler. So, jetzt versuchen wir nochmal. Nein! Nein, 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 nein! Oh Mann, Alter! Wieso stelle ich mich gerade so an? Ach, komm schon! Ja, komm. Ja, Doppelsprung geht doch. Nein! Aber jetzt. Oh, das war knapp. Es gibt sich auf der Vita, habe ich das beim zweiten Versuch geschafft. Und hier stelle ich mich an wie ein kleines Mädchen. So, jetzt aber. Jawohl. Nice. Hyper nice. So, wo sind wir jetzt? Money, money, money. Dankeschön. Ist da oben ein Secret Gang. Sieht fast so aus, aber kein Plan, wie man da jetzt hochkommen sollte. Oder von wo es da reingeht. Naja. Ich weiß. Money, money, money. Money. Das stimmt allerdings, wie wir schon sehen konnten. Fünf Bolamiten. Zehn Bolamiten. Okidoki. Ich dachte, hier oben wäre jemand. Ist hier keiner? Hallo? Hallo? Nö, ist keiner da. Okay. Dann wollen wir mal durch das Tor. Her mit deiner Seele! Heul nicht rum und komm her. So. Alles noch Spielchen hier. Einfache Spielchen. Das ändert sich aber bald.
Ich feiere diese Rennanimation. Boom! Was soll den aufhalten? Okay, bewacht die Gegend. Niemand darf an uns vorbei zu den anderen Wagen. Gut, da sind jetzt drei. Da würde ich sagen, packen wir uns unser Hündchen rechts hin. Oder Arschbackenhörnchen. Nee, Moment. Ach so, den habe ich gar nicht dabei. Schade. Unsere Mine sozusagen. Dann nehmen wir doch wieder unsere Zappelfliege. Schnell sein, schnell sein, schnell sein. Und zack. So, jetzt müssen wir da hoch. Ah, genau, hier sind unsere Fuß. Fassels. Ach ja. Fünf Fassels. Zehn Fassels. Und 15 Fassels. Wuhu. So. Schnell! Lebendig gefangen. So, erstmal aufschütteln. Aber da kann man hoch. Irgendwie. Aber das machen wir später. Ich möchte erstmal den Boss erledigen. Oh nein! Oh nein! Ah, huh, Glück hab! So, schnell zu dem. Aua! Aua, 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 aua! Warte, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Man verliert unglaublich schnell seine Energie. Schnell aufschütteln. Jawohl. Nein! So. Dann waren es nur noch zwei.
Nein! Schnell, 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 schnell. Der andere wacht gleich auf. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Und schüttel. Shake it, baby. Woo! So, alle Wachen erledigt. Schnell nochmal Gesundheit aufschütteln. Dachtet ihr? Aus, als blockierten die Banditen die Straße zur Stadt. Ja, diese Bastarde sind richtig gut dieses Mal. Angeblich gibt's hier einen Minenschacht, der in die Stadt führt. Okay. Ah, wo ist der? Ich kann schwören, er ist hier. Nein, was wäre hier? Nein, wonach suche ich doch gleich? Ja, jetzt nichts mehr. Gut, aber ich würde sagen, erstmal fliehen und Munition suchen. Was ist das? Naja. Ah, wir haben noch genug. Haben wir noch Bolamiten? Nein, Bolamiten haben wir keine mehr. Gut, dann versuchen wir es mal mit Bolamiten und mit Zapfliege und Fassel. Nummer 1. Nummer 2. Und den Boss. Bleibst du da? Bleibst du da? So, jetzt schnell einsaugen. Nein, noch nicht. Jetzt aber. Juhu! Yeah! Endlich, endlich! Dann bitte bleib weg von mir. Danke. Er hat nicht gelogen, leider. Gute Arbeit, Partner Dean. Hast du es gezeigt? Ja, und diese Mine führt auf direkten Weg in die Stadt. Ich denke, ich kann es jetzt offen lassen und sehe besser mal nach, wo die Wagen bleiben. Tu das, Judas. So, meine Freunde. Ich denke, hier machen wir mal Schluss für heute. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, das Format hat euch gefallen. Es war jetzt ja kein Ultra-In-Depth-Review. Dafür habe ich euch ja Gameplay gezeigt, dass ihr das selber sehen könnt. Und ja, auf jeden Fall greift zu, wenn ihr es irgendwo rumliegen seht. Ein definitiv, ich weiß nicht, ob man es ein Hidden Gem nennen kann oder wie bekannt es doch unter Gamern ist, aber meiner Meinung nach auch heute absolut spielenswert. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten und stay safe, passt auf euch auf. Wir sehen uns, euer Ree.